Halli, Hallöchen, und willkommen bei mir, dem Flippo, mit Accident, einem, ja, Verkehrsunfall-Simulator, kann man sagen, in dem wir als Reporter per VR verschiedene Aktenunfälle durchgehen, simulieren, den Ursprung und Hergang herstellen, und so weiter und so fort. Wo man ein bisschen was dazulernen kann und alles. Ich sehe auch gerade die Zeit auf dem Telefon, die stimmt auch mit ein. Auch hier das Datum vom Rechner. Außerhalb des Jahres, da steht 2075 oder irgendwie so. 500. Noch was. Ich habe hier schon mal hier Tutorial gespielt, das ist unwichtig eigentlich. Wir beginnen mit schwerer Fehler. In der Provinz Teramo in Italien. Ersthelfer ist Felice Giordano. Manchmal enthält eine Beschreibung einer inaktiven Maßnahme Hinweise darauf, wie sie aktiviert werden kann. Oh, sieht aber gar nicht gut aus. Eieiei. Hoi. Oh. Ja, aber auch schon ganz schön Kilometer auf dem Tacho gehabt, mein lieber Scholli, Alter. Au, Wacke. Okay. Warnblinker, Handy. Ach ja, Notruf. Als allererstes Notruf. Jawohl. Ja, es ist also schon gut informativ, wie man sich hier zu verhalten hat beim Unfall, aber gewisse Dinge, die sind nicht komplett richtig, wenn man es mal so sehen möchte. Ups. Ich habe den Erste-Hilfe-Koffer mit dabei. Genau, das stimmt zum Beispiel. Da steht auch zum Beispiel wie im echten Leben, dass man da 50 Meter von seinem Fahrzeug dann Warndreieck aufstellt. Kommt auf die Situation an, wo sich das Fahrzeug befindet. Ne? So, Fahrzeug ist aus. Holzklotz kann erstmal weg. Also es sind schon informative und richtige Sachen mit dabei, aber einige Sachen, die müssen, ja, die sind vielleicht nicht so ganz wahr, wenn man es mal so sehen möchte. Hier ist noch ein Warndreieck, das nutzen wir mal, um hier an der Kurvenmündung das aufzustellen, ne? Oh, siehst du? Unfall? Feuerwehr kommt gleich. Genauen Standort. Kilometertafel haben wir nicht, aber wir haben hier Navi im Auto. Da können wir nutzen, um eventuell zu sagen, wo wir sind. Was ich eigentlich sagen wollte, da wir ja in der Kurve stehen, ne, musste Geodreieck, das Warndreieck an der Kurvenzunge, an der Mündung aufgestellt werden. Er sieht sonst der Fahrer viel zu spät, ne? Dass da irgendwas ist. Hallo? Können Sie mich hören, junger Mann? Guten Tag. Er atmet. Hat eh eine Wunde. Okay. Es ist essentiell wichtig, dass die Sachen, die im Körper stecken,
auch da drinnen bleiben. Sieht vielleicht scheiße aus, fühlt sich auch scheiße an, aber beste Beispiel, steckst du in so einem Beutel gefüllt mit Wasser oder so, ein Stift drin, piekst du drin, die atmet hoch und zack, was passiert? Das Wasser läuft aus. An der Stelle. Und so ist es auch mit dem Blut. Gebrochenes Genick. Tot. Jetzt noch Nummer 4. Eingeklemmt. Auwacke. Ja, die sind tot. Ja. Hilf den Verletzten. Also ihm hier. Wenn ich mal hinkommen könnte. Etwas Scharfes. Hier ist ein Werkzeugkasten. Da ist ein Messer. Damit können wir dann den Gurt aufschneiden. Genau. Oder hier den Ast. Da. Da oben steht es. Entferne bei Stichwunden nicht den Fremdkörper, da dies zu weiteren Schäden und übermäßigen Blutungen führen kann. Genau. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Erstmal Handschuhe, dann eine Schere. Müssen jetzt erstmal das Hemd aufschneiden. Kompresseruff. Und erstmal Druck ausüben. So. Wow. So. Aha. Okay. Wir haben schon mal einen Hinweis. Eine Broschüre. Reifenspuren, eine Broschüre. Das ist nicht so wichtig. Feuerlöcher ohne. Können wir aufschließen hier. Hier ist nichts, ne? Oh, okay. Ein Hinweis fehlt noch. Baumstamm, Reifenspuren. Vielleicht das Auto hier? Huch. Nee. Ach, hier die Leitplanke. Kick mal. Irrelevant. Okay. Weil vorne nichts. Also, wir haben Baumstumpf, wir haben Reifenspuren, wir haben eine Broschüre. Wo könnte denn noch der letzte Hinweis sein? Ah, hier, der Ast. So, chronologische Reihenfolge. Ungesicherte Baumstelle fallen von einem Anhänger. Genau, von dem LKW. Dann verfängt sich hier. Nee. Das ist bestimmt hier. Genau, hier. Ungesicherte Baumstämme fallen von einem Anhänger. Genau. Einer der Baumstämme prallt gegen ein dahinterfahrendes Auto. Ein loser Ast bleibt im Lenkrad des Wagens stecken und macht das Lenkrad unbeweglich. Krach, bumm, peng. Und dann hier Aristo wendet kurz vor der Unfallstelle. Dabei verliert er jedoch die Kontrolle und prallt gegen einen Baum. Szenario beenden. Erfolg. Perfekt. Aristo hatte sehr viel Glück, denn der Ast, der seine Brust durchbohrte, verfehlte seine Lunge. Dies und deine sofortige Hilfe stellten sicher, dass seine Wunden trotz einer geringfügigen Infektion in relativ kurzer Zeit halten. Innerhalb weniger Wochen kehrte Ariosto zu seiner Arbeit zurück. Der Unfall blieb seitdem nur eine kleine Episode in seinem Leben. Ippolito Ferri. Der Baumstamm, der auf sein Auto fiel, tötete Ippolito sofort. Der wurde eine Woche später in seiner Heimatstadt bestattet. Nachdem seine Familie herausgefunden hatte, dass der LKW-Fahrer vom Unfallort geflohen war, verklagten sie ihn und das gesamte Unternehmen. Nach einem längeren Rechtsstreit erhielten sie schlussendlich genug Geld als Entschädigung, um das College ihres verwaisten Kindes zu bezahlen. Tod. Rufina Ferri. Genau wie ihr Ehemann starb Rufina
in dem Moment, als der Baumstamm auf ihr Auto fiel. Sie wurden zusammen von der Familie bestattet. Ihr Sohn Renzo, 9 Jahre alt, wurde von seinem Paten und anderen Familienmitgliedern großgezogen. Er wurde Sanitäter. Ottavia Bagnotto. Trotz nur geringfügiger Verletzungen litt Ottavia stark unter dem Unfall. In dem Moment, als sie wieder zu sich kam, gab sie sich selber die Schuld, dem auf sie zukommenden Auto nicht aus dem Weg gegangen zu sein. Die Erinnerungen an diesen Unfall blieben noch lange in Erinnerung, was zu Panikattacken und anderen BTBS-ähnlichen Symptomen führte. Trotz umfangreicher Therapie war sie nie mehr sicher genug, um wieder als Fahrerin in ein Auto zu steigen. Szenario beenden. Ei! Ja, das sieht nicht gut aus. Eieiei. Denk bei der ersten Hilfe nicht daran, was den Unfall verursacht haben könnte. Okay. Damit haben wir unseren ersten Einsatz erfolgreich beendet. CD kommt drin. Boom. Und in der nächsten Folge geht es um Schneesturm. Leningradskaja Oblast in Russland. Mit Oleg Ignatiev. Mit Lesia Igorovna Mishkin, Igor Mishkin und Vadim Kruglov. Das aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Erwähnung.